Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, ich brauche euren Call-Chat. Korey, wie sieht's aus? 5er Subwerte? Wer mehr Punkte macht? Wie sieht's aus, Korey? Augsburg, ein Kunku. Der tritt ja auch Elfer und so. Musiala safe. Oh, hier. Kolumuani. Das ist ein Weltcall. Ich halte so viel von ihnen. Gegen wen spielen die? Gegen Gladbach. Egal, wir nehmen ihn. Hertha spielt gegen Schalke. Das ist ein guter Call. Wer spielt gegen Bochum? Union. Boah, das ist ein Weltspieler. Schäfer haben auch nicht so viele, glaube ich, auf dem Schirm. Lass die Finger vom Becker, der gehört mir. Und da spucke ich aber Korey in die Suppe. Da spucke ich Korey in die Suppe, Chat. Ich bin gegen Bochum. Becker Weltspieler. Ich habe noch 358 Punkte. Kobel Torwart, Kobel vielleicht mit viel Selbstbewusstsein. Gegen Stuttgart, kriegen sie da was auf die Hütte? Er schießt halt Elfer und wenn ein Abwehrspieler ein Tor schießt und die könnten eventuell einen Elfer bekommen, das ist geisteskrank. Wir gehen das Risiko ein. Kapitän, doppelte Punktzahl. Da spuck ich Kohle in die Suppe. So, das ist es. 30 Euro Einsatz, 10.000 Euro Preispool. Hier sind übrigens die Gewinne. Ihr könnt da auch umsonst mitspielen oder gegen Freunde oder so. Erster Platz kriegt 5.000 Euro. Spieler werden nach Echtleistung bewertet, Freunde. Wir gehen rein. Korey 5er Giftsabwetter. Wie viele sind eigentlich in meiner Community schon? 17.000 Teilnahmen. 21.000 sind in meiner Community. Einsatz free. Also ich spiele ja auch umsonst mit, ne? Ist so ganz lustig mal zu sehen. Sag mal her, Top 5. Wer ist denn erster? Iron United. Ja, ladet euch die App gerne runter, Freunde. Ist auch kostenlos, die App. Übrigens, Freunde, im Bundesliga-Saisonmodus ist noch nichts entschieden. Da werden nämlich nur die 5 besten Aufstellungen von euch gewertet. Also von den 5 besten Spieltagen. Und das Ganze kostet dann 10 Euro über die ganze Saison. Könnt ihr entscheiden, ob ihr Bock darauf habt. Das Preis von über 100.000 Euro. Und ja, könnt ihr gerne mitmachen. Gibt natürlich aber auch Free-Sachen und gibt viele Communities. Kommt gerne in meine Community. Sind schon über 20.000 Leute da. Jedes Wochenende werden da Punkte gezählt. Switch, mein längster Partner, ist schon sehr, sehr lange am Start. Haben auch schon sehr viele. Die App feiern sehr viele. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Startet die Runde. Warte, nee, warte mal. Gift-Subs, Gift-Subs, Gift-Subs. Alle runter, jeder runter, der mitmacht bei Gift-Subs. Bei 5 Gift-Subs. Oh, Imposter. Okay, dann, okay. Auf der ersten Runde, die beiden sind Imposter und gewinnen. Ja. Ja, ich bin auch broke, ja, ja. Okay, also alle außer Ormit und Phoebe dabei, okay. Okay. Alle außer Ormit und Phoebe, ja. Okay, ja, okay. Ja. Okay. Mann, und es fängt wieder an. Es ist der Wirt. Jedes Mal aufs Neue. Ey, hier ist ein Update mit Halloween. Digga, sind nicht viel zu wenige Aufgaben? Ich glaube, es gab ein Update und die Einstellungen wurden resettet. Es sind ja viel zu wenig Aufgaben. Und das sind, und raus. Trümmerbruch. Das ist ein Bruch. Halloween-Update. Ja, ja. Bleib beendet. Ja, das hat keinen Sinn. Wir sind raus? Ja, ja, ja. Alle raus. Wartet mal, Jungs, raus. Alle raus. Irgendjemand hat doch gerade gesagt, oh mein Gott, die waren sogar beide. Ja, ja. Niemals. Was? Wer war? So, als ey, ich hab, nee. Weepers und Phoebe? Für den Nachtritt. Ja, ja. Das Schicksal sind alles, merkt euch das. Also falls Willi mich jetzt killt, ist es Willi. Ganz kurz nochmal, falls ich jetzt sterbe. Was? Und wir beruhigen uns mal ganz kurz. Und ich habe sogar einen guten Mate. Und dann ist der erste Win mit Corey. Mit Corey. Der erste Win, jetzt schon mal Giftsubs. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf Giftsubs vorbereiten, Chat. Die kommen nämlich jetzt reingeflattert. Wilder Call, aber Payne, bist du gerade aus dem Vent gesprungen? Oh. Nee. Nicht? Einfach echt? Nein. Oh, ja, alles gut, dann machen wir weiter. Bist du? Ja, wo warst du? Oh, warte mal, wir müssen ja. Ja, wir müssen voten, wenn jemand macht. Wir müssen voten, ja. Mann, Digga. Ich war bei Shields und bin dann hochgerannt wegen des Alarms zu dem Coding. Wir müssen voten, wenn jemand macht. Digga, aber das ist schon wieder so random. Jetzt wird ein safer Crewmate rausfliegen. Jeder muss einen wählen. Jeder muss eine Person wählen. Ja, ja. Wir wählen jeder. Warte, ich hab die Idee. Warum denn? Nein, ganz kurz, ich bin schlau im Leben. Wir drehen. Jeder Hurensohn hat doch schon gewählt! Ihr seid so dumm. Guck mal, Chat, so kann man nicht gewinnen! So kann man nicht gewinnen! Wie soll es gehen, Digga? Ich bin schon wieder gleich 5 Giftsubs los. Jeder wählt jetzt den anderen. Geh auf Danny, den hat noch keiner gewählt. Hat jemand mich schon gewählt? Jeder muss einen anderen wählen. Ich hab Danny gewählt. Oh mein Gott. Was geht hier? Ich kenne diese Regel nicht mal. Ey, wartet mal! Oh mein Gott. Und das ist das Ding an der ganzen Sache. Ihr seid so dumm. Nicht raus! Ihr seid so dumm, Digga. Wahnsinn. Warte mal, es wird angezeigt, dass er keine Poster war. Das ist auch falsch eingestellt. Ich schwöre euch auf alles, ich kündige das jetzt einmal an. Ich werde nicht eine einzige Task mehr machen. Wenn wir jede Runde Subs verlieren, ist es mir scheißegal. Oh.
Anderes Key. Oh, der ist relativ simpel, oder? Wer ist gerade bei Reactor? Bei der Aufgabe ich da. Ich und Rohr hart. Ich auch. Wo lang die Leichen, Ritter? Wo ist die Leiche? Bei diesen Reactor-Dings. Machen wir eben. Also ich glaube, dadurch, dass das Willi gerade gegen Payne so geschossen hat, so mit Wend-Dings und er kein Imposter war, müsste da eigentlich was am Payne dran sein. Wo ist die Leiche, Ward? Wo hast du Dings Da, wo dieses Reactor-Ding war. Warum ist Payne so leise? Jungs, wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich bin vor Rohat gelaufen. Ich kann den Kill gar nicht gemacht haben. Ihr seid alle... Du bist aus der Elektrik herausgekommen. Digga, ich gebe dir hier nicht einen Sub, wenn das hier so passiert. Was mit Corey? Payne auch highly sus. Ich bin nicht in der Nähe, Bruder. Ich bin oben Kopf. Okay, die zwei Imposter haben Payne gewählt. Ich glaube, Payne ist es nicht. Phoebe ist scheiße. Corey? Wir sind so ein Auslöschungskommando. Das kann nicht sein, Digga. Wie schnell kann man den killen? Beide Elektriker. Wie schnell kann man killen? Okay. Wer ist genau wo? Es ist einfach. Ich bin links. Von Storage in Elektriker reingelaufen, Türen waren zu, Türen sind aufgegangen, ich bin. Dann habe ich beide Leichen gesehen dort. Das heißt, die müssten entweder im Vent sein oder Medbay und. Weil die Runde ging nicht so lange. Aber tatsächlich. Ich glaube schon, dass es ein Safe Report ist. Keine Ahnung. Es ist Rohat oder Payne. Einer von den beiden ist es. Omed macht den Safe Report. Ich bin links. Omed macht ist. Ich habe die Rede bei. Ich habe eine Sache zu sagen, warte kurz. Ich bin unten rechts schief. Ich habe Eli gesehen in O2, aber ich habe Payne nicht gesehen, Omid nicht gesehen in Storage. Wie warst du da, Omid? Ich habe Müll rausgebracht. Warum kann es nicht Corey sein? Warum kann es nicht Corey sein? Digga, für mich, ich sag ehrlich, ich habe nichts die Runde mitbekommen. Für mich kann es jeder von euch sein. Rohat oder Payne, einer von den beiden. Ich gehe mit einem verrückten Call. Es muss Corey, Eli Jella oder einer Omid sein. Es muss einer von den drei zu 100% sein. Was geht Eli? Ich gehe auf Eli Jella. Nein, oh ich geh auf Omed. Ich geh auf Omed. Auf wen bist du gegangen? Omed. Omed. Die Jella, wenn ich gegangen. Omed? Ich weiß ja nicht, ob es richtig ist, Digga. Oh. Willi hat halt wirklich alles durcheinander gebracht, ne, am Anfang. Ja, Digga, auch Sikim, Bruder. Gefickt. War's Payne? Digga, nicht Sikim, Digga. Mann. Ey, Mann, Digga, ihr seid so kacke. Gib mir meine Gift-Tabs. Gib mir meine Gift-Tabs. Es ist sogar ein Nachteil für uns, dass ihr wisst, dass noch zwei drin sind. Fuck, wir haben verloren, weil man das sieht. Aber ihr müsst noch viel lernen, Jungs und Mädchen. Gut gespielt, Corey. Aggressive Imposter. Oh, ich hab Danny so gerne gekillt. Oh, Rohat mit 5 giftet. Rohat, vielen lieben Dank für den Support mit 5. Och, Mika, danke für 5, Bro. Ich werde die ganze Zeit an den Camps sein, Schatz. Seht ihr, was los ist, wenn man den Crewmate Eli Geller nicht da hat, Chat? Seht ihr das? Immer wenn ich nach links übrigens gucke, hier ist die Map. Deswegen nicht wundern, ich sehe, also ich habe keinen Chat auf. Ich hoffe, das haben die anderen auch nicht. Wir sind ja auch noch eine Weile Online-Chat. Bestimmt so bis, ja, 2-3 Uhr morgens. Wo ist die Leiche? Weapons. Also, oh, warte, okay, ich bin Navigation. Okay. Dann ist er, okay, warte. Dann ist eigentlich, warte mal, Danny ist hier, Reapers ist hier, Mika war auf der linken Seite und wer war in den Camps? Willi. Also ich gebe einen kleinen Call, Rohat raus, okay? Herr Rohat, hast du Selfie-Port gemacht, oder was? Rohat raus, weil, wenn die Leiche in Weapons ist, dann kann es nur Eli und Rohat sein, weil die einzigen, die da waren. Eli ist mit mir zusammen hochgelaufen. Ja. Er hat doch so hast du nicht gesehen, dass die Leiche da lag? Nein. Weil ich da noch gar nicht war. Also entweder Eli oder Rohat. Ich sag Rohat raus. Also ich muss... Ich vertraue da Willi. Aber ist Rohat so scheiße? Ist Rohat so scheiße, dass er Self-Report macht? Oder Billa sogar keinen Bock mehr. Und Rohat könnte bereit sein wieder. Self-Report, Rohat. Weiß, sagt man immer gerne, ne? Rohat, hast du jemanden gekillt, obwohl alle auf der anderen Seite waren und dann Self-Report? War das der Rohat Masterclass? Hast du das wirklich gemacht? Scheiße, ich bin mit dir hochgelaufen. Digga, die Leiche lag doch da. Keiner hat geklappt von denen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Phoebe? Ich wurde auch noch nicht einmal gekillt als Crewmate. Ach. Ich bin hier alleine. Oh. Scheiße, Payne wird denken, ich bin es. Ich wollte gucken. Also, ich habe die Leiche gefunden über Shields direkt. Ja. Also, ich komme von Navigation, habe da 3 Aufgaben gehabt und hinter mir stand Eli. Ja. Okay. Aber ich kann leider nicht sagen, ob er von oben oder von unten. Das heißt, er könnte gewendet sein. Okay.
Hä? Sieht sass aus, aber Phoebe ist nach rechts gelaufen. Hab die Leiche gesehen, bin aber extra noch vorgerannt, Payne, weil ich sehen wollte, ob da jemand gewendet ist. Dann habe ich dich gesehen und dann bist du nach unten gelaufen. Deswegen, ja, ich gebe zu, es sieht sehr scheiße aus. Ich war locker 10 Sekunden in Storage gefangen, oder wie lange es da geht. Dann laufe ich nach rechts und dann liegt die Leiche da. Warst du auch dann gefangen mit jemandem? Hey, nein, ich war alleine. Ich war komplett alleine. Eli, du bist mir vorhin auch oben am... Warte ganz kurz, Omid. Du sagst, es macht keinen Sinn, was ich erzähle, Omid? Es macht Sinn. Guck dir mein Video an, du scheiß Vollidiot. Entweder bist du Imposter oder der schlechteste Crewmate, du Dummkopf. Also, aber Jungs, Ja, lass mal. Wir müssen. Wir haben ja keine Ahnung. Es ist auch komisch, dass er mich nicht beschuldigt, wenn er doch gerade nach einem Täter geht. Weil du nicht, du läufst doch da nicht zurück, sondern du wendest. Ich glaube, es ist Phoebe. Ja, aber du hättest mich ja des Wendens beschuldigen können. Ich glaube, es ist Phoebe. Ihr seid so dumm. Phoebe oder Omid, sage ich. Ja, sah unglücklich aus, aber ich wollte gucken, ob jemand gewendet ist. War schlau. Wenn ich da nämlich dann jemanden wenden sehe, ist es nämlich schlau. Es war nicht was, oh mein Gott. Es war so klar, Wahnsinn. Okay, wir werden Phoebe. Gut gespielt, Phoebe. Eli, bist du vorhin gewendet? Natürlich nicht. Hä? Eli, setz die Clownsnase auf und heb deine Hand. Ich? Gute Runde. Eli, sofort die Clownsnase aufsetzen und die Hand heben. Digga. Dass du es magst, die andere als scheiß Crewmate zu beschuldigen. Hätte das funktioniert. Guck mal, ich bin... Hör mir zu. Okay, warte, ich habe eine Frage. Glaubst du, ich bin nicht mit Absicht an der Leiche vorbeigelaufen, du Dummkopf? Du bist kein aufmerksames, gutes Crewmate. Was? Digga, bist du dumm? Ich habe doch gesagt, dass es Phoebe ist. Ich habe doch gesagt, dass es Phoebe ist. Bist du dumm? Roat und Phoebe. Hä? Es war nicht Phoebe. Was? Hä, seid ihr dumm? Nein, ich war rausgeflogen. Okay. Oh mein Gott, Danny. Ja, Digga, ich kann... Du entschuldigst dich jetzt an deinen Herrscher. Verstehst du das? Du dachtest, du machst mich an und dachtest vor 3 Sekunden noch, dass es nicht Phoebe ist, obwohl die Runde schon zu Ende ist. Wen meinst du? Meinst du mich? Digga. Jungs, ich rede mit dir, Danny. Ich rede mit dir. Nein, hör auf. Ich möchte es von Ihnen hören. Ich möchte es von Ihnen hören, Digga. Ohne Sinn. Mega, was willst du von mir? Willi. Ich hab einmal gesehen, dass Payne in Security reingerannt ist, aber das ist auch schon etwas her. Ich stand noch mit Willi zusammen da. Omid und ich waren Medbay. Er war's nicht. Sag ich. Omid war es nicht, du warst es wahrscheinlich nicht. Du warst doch nicht Elektriker, du warst Admin. Weißt du, war es ob frisch oder nicht frisch? Egal, der Rohat, der guckt doch die ganze Zeit in die Räume so. Weil vor 30 Sekunden stand ich noch mit in den Camp. Ich stand 5 Minuten bei diesem verfickten Simon Says Kack. Was ist, Mika? Ich stand vor diesem Simon Says Kack 5 Minuten lang bei Reaktor. Er meint links, Bibi. Ach so, okay. Wir haben echt halt. Also, Phoebe, du sagst Rohat, oder was? Bibi, halt die Fresse, Digga, bist du doof? Also, Phoebe, halt nicht. Digga, ich war Elektriker, der Einzige, der Elektriker. War ich und die Leitstone weg. Mach einen Skipper. Danny hat wieder nichts gesagt. Ja, stimmt. Oh, Danny überhaupt nichts. Ja. Danny einfach. Ist die erste? Ja, komm mit mich raus, Jungs. Ist okay. Danny Heilisas. Ach du Scheiße, Geräusch kracht es auch wieder. Ich laufe mit Danny mit. Oh, bitte vom Eintritt absteigen, ja. Okay, bleib mal abschminken. Kuss. Hey, warte mal, hast du gerade eine Nachricht gelesen oder was? Nee. Ich glaube, der hat es einfach so gesagt. Oder er hat seinen Chat auf, weil er Imposter ist. Wenn man ein Imposter ist, dann darf man seinen Chat anhaben. Keine Sorge, ich schaff das, Chat. Alles ist okay, alles ist im Lot. Alles ist okay und alles ist im Lot. Ach du Scheiße. Hier ist ein Kill drin. Okay, ich hab's gewusst. Rohat. Gut, vielleicht war's Rohat doch nicht. Baby, ja. Die Leiche ist in Storage und er hat die Leiche da eingeschlossen. Gar kein so schlechter Play. Okay, Ganz, ihr müsst mir jetzt ein bisschen helfen, ein bisschen wenigstens. Okay, warte ganz kurz, sei ruhig, Reapers ist es nicht. Dann helfe ich dir jetzt auch kurz, dadurch, dass sie eingeschlossen ist, heißt es müsste relativ frisch sein, weil die Türen sind ja nicht 10 Jahre lang zu. Danny und ich sind gerade in Medbay, theoretisch ist es nicht. Danny und du seid in Medbay. Es war ja nur ein Kill. Okay, Jungs, ihr müsst mir helfen, der Mörder ist entweder, er ist irgendwo, ist euch jemand entgegenkommen aus Cafeteria oder Electrical? Ich bin gerade in Electrical. Du bist gerade Electrical, mit jemandem? Bist du mit jemandem? Ich bin drin, ich mach oben rechts mein. Mit wem? Bist du alleine? Weißt du, ob du mit jemandem zusammen bist? Ich?
Ja? Nee, der andere. Ich bin allein. Ich bin auch allein. Mika, wo bist du? Okay, ganz kurz. Phoebe, wo bist du? Phoebe, wo bist du? Cafeteria, aber Phoebe hat O2-Code gemacht. Nur so eben. Phoebe hat O2-Code gemacht, dann hat sie den Kennisch gemacht. Okay, Pain, wo bist du? Pain, wo bist du? Ich bin gerade in Security rein. Ich bin von Admin in Cafeteria und bin jetzt in Security. Okay, diesen Kill haben gemacht, da lege ich mein letztes Hemd vor ins Feuer. Ganz gut. Das stimmt nicht, du bist voll leise. Pain oder Mika haben diesen Kill gemacht. Ich bin mit Rohr unterwegs. In der Admin, da gestanden. Jungs. Hast du Pain zugehört? Hey, was hast du gesagt? Eli, du lagst übrigens. Ja, bei mir ist auch. Man hört dich gar nicht. Jungs, Pain oder Mika haben diesen Kill gemacht. Pain oder Mika haben diesen Kill gemacht. Wenn das sogar so gut, also das war so gut analysiert. Sie müssen diese Vorlage nutzen. Ach du Scheiße. Einer von den beiden ist not an Imposter. Ich glaube, er wollte mich gerade killen. Was will Daddy? Er läuft zweimal zu mir. Okay, dann. Ja, du hast gesehen in der Kamera. Sag es! Ich hab gesehen, dass Pain gewendet ist. Komm. Ja, danke. Danke. Richtig und richtig. Ich hab's nämlich nicht gesehen, aber Pain und Mika mich so gejagt. Eli, wo ist der Kill? Lower Engine. Ja, also Pain ist raus. Wo ist Pain? Raus. Ja, Pain raus. Ich wähle auch schon, er ist auch gar kein Nerv dazu. Er sagt doch einfach nichts. Er sagt nichts. Ja, ja. Pain, hast du den einen Kill gemacht? Nee, ich kann das mir gerade nicht sagen. Hast du den einen Kill gemacht? Er hat Willi gemacht. Merkt euch, dass Pain und Mika vorletzte Runde nonstop zu Pika, willst du es noch sagen, Digga? Es macht immer noch keinen Sinn! Merken! Merkt es euch! Ja, und schon wieder kein Wort von dem mastigen Sau aus Hamburg. Schon er ist tot. Er ist ja auch tot. Ich bin Totoschwanz, Clownsnase. Was, du kein Wort gesagt. Kein Wort die ganze Zeit. Digga, so Respekt. Weil ich zum Reden komme, du Clown. Wenn du ein scheiß Crewmate bist. Hab alle meine Tasks, Chat. Finanzamt, falls Jonas, einfach ihr anderen Kriegsabs. Ja! Disconnect. Was? Er disconnectet vor meiner Nase. Ich sag so, töte mich, Mika, töte mich. Ja, disconnect er bekommen. Disconnectet einfach. Ja. Es waren einfach beide. Among Us mit dem nach. Ich bin gewendet, um dich einzuholen und hab dann gemissklickt, Digga, als du vor mir standest. Echt? Es waren einfach beide. Hallo, Melina. Ja, hi, Eli. Ich stecke hier auf der Autobahn fest. Es geht einfach gar nichts mehr. Also. Warum? Jede Ausfahrt ist gesperrt. Okay, warum? Und da ist Blaulicht. Echt jetzt? Ja, hier geht aber nichts mehr. Ich habe meinen Motor schon ausgemacht. Die Leute steigen aus ihren Autos aus. Hier laufen random irgendwelche Leute. Wahrscheinlich aus irgendeinem Bus laufen wir gerade die Autobahn lang. Okay. Ich weiß gar nicht, was los ist. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Ja, danke. Melina, was soll ich machen? Soll ich jetzt ankommen und sagen, hey, ich bin Eli, könnt ihr bitte Platz machen auf der Autobahn im Stau? Lasst aber bitte meine Freundin vorbei. Du packst das. Geh mal da, lass den Motor stehen. Geh da zu einem netten Polizisten und frag den, hör mal zu, was ist hier los? Frag den doch mal. Aber zu keinem Playboy.